Und so begann es dann, das Champions League Finale in klein sozusagen. Der FC Chelsea London gegen den FC Arsenal, und Unai Emery wollte seinen vierten Europa League Titel einfahren. Nachdem es dreimal mit Sevilla geklappt hatte, sollte es jetzt mit den Gunners funktionieren in Aserbaidschan, in Baku. Die Widrigkeiten sind ihnen bekannt. Mkhitaryan nicht dabei. Und dennoch, der FC Chelsea wäre so oder so favorisiert gewesen. Dann hatten sie auch in der Anfangsphase eine richtig gute Chance. Hier in der vierten Spielminute hätte es da schon sein können. Olivier Giroud gegen Peter Cech. Die haben ja einst die Seiten jeweils gewechselt. Weiterhin die Blues spieldominierend. Über die linke Seite mit Thorgan. Mit Eden Hazard natürlich, pardon, Emerson im Strafraum und dann der Abschluss mit dem rechten Fuß. Der linke Verteidiger mit nach vorne gekommen, daran sehen Sie, wie offensiv die Ausrichtung von Chelsea hier aussah. Über eine halbe Stunde gespielt, weiterhin von der Emery 11 kaum etwas zu sehen. Der FC Chelsea produktiv und kreativ in der Spielanlage. Jorginho zu Willian und der schießt dann drauf. Und da hat dann Peter Cech ein ganz gutes Auge bewiesen. Denn wenn man sich das nochmal ganz genau anschaut, dann sieht man, wie knapp das eigentlich war. Cech reagiert gar nicht und schaut den mit seinem Auge am Tor vorbei. Dann 5 Minuten vor der Pause endlich mal die Gunners. Hazard nickt das Ding raus. Maitland-Niles kommt aber nochmal ran und spielt mit Torreira diesen Doppelpass. Und dann Lacazette, aber zu deutlich drüber. Die beste Szene dennoch der Gunners im ersten Durchgang. Das war über weite Strecken doch enttäuschend. Auch wenn sie hier nicht als Favorit reinging, hätte man sich in den ersten 45 Minuten mehr erhofft. So ging es dann torlos in die Katakomben und für den FC Chelsea fehlte eigentlich nur der Treffer. Ansonsten konnte man mit diesem Spiel weiterhin sehr zufrieden sein. Und Sarri hatte auch im Pausentee die richtige Mischung drin, denn der FC Chelsea machte weiter. Kovacic, genialer Ball auf Willian und der bleibt nicht eiskalt genug vom Tschechen, der hier wieder parieren muss und wieder seine Hintermannschaft rettet, denn auch in der Defensive standen sie nicht kompakt, obwohl sie ja eigentlich defensiv ausgerichtet waren. Nach vorne weiterhin zu wenig. Der anschließende Eckstoß dann von der rechten Seite reingetreten. Barclay zu Jorginho, der legt dann nochmal zu Azpilicueta. Kein schlechter Versuch. Er hatte im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Frankfurt noch einen Elfmeter verschossen. Seine Mannschaftskameraden konnten ihm dann aber noch aus der Patsche helfen. Hier zieht er mit links ab und verfehlt den Kasten um 1-2 Meter. Über eine Stunde gespielt, nun mal die Gunners. Genialer Ball von Aubameyang zu Alexandre Lacazette. Und die Genialität in diesem Ball lag in der Einfachheit. Durchgespielt und dann Lacazette aus 12 Metern hämmert er drauf und lässt Kepa keine Abwehrchance. Der Riesenschock für die Blues, denn das war wirklich nicht abzusehen. Im zweiten Durchgang von den Arsenal-Spielern noch weniger zu sehen. Sie blieben weiter dran und wollten den Treffer natürlich sofort wieder erzwingen. Dann Giroud gegen Sokratis. Hier verliert er mal das Duell. Ansonsten war vom Ex-Gunner durchaus immer mal wieder was nach vorne zu sehen. Aubameyang auf der rechten Außenbahn und Özil mit Torreira. Dann Lacazette, der hier etwas Glück hat, dass der Ball Torreira vor die Füße fällt. Und dann stand es in der 81. Minute 0-2. Unai Emery hatte wirklich Glück, dass seine Mannschaft so effektiv spielte und Sarri konnte nur die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Unglaublich, wie das hier vonstatten ging, aber dennoch kamen sie nochmal nach vorne. Giroud ist das. Wird nicht angegriffen. Kovacic, Willian, schönes Passspiel, dann Willian zu Kovacic und dann war der Treffer endlich da. 89. Minute, Mateo Kovacic, Vize-Weltmeister, setzt den Ball an den Innenpfosten, von da prallt er dann ins Netz und Cech diesmal ohne Chance. Und es gab nochmal eine Ecke in der Nachspielzeit, 3. Minute war schon angebrochen und Kepa war mit vorne. Jetzt musste er her im Europa-League-Finale, das Chelsea gewinnen konnte vor einigen Jahren, 2013 war es. Da war es Ivanovic in der 93. Minute, der Chelsea zum
Europa League-Sieger köpfte. Jetzt ist es Giroud, der aber nicht durchkommt gegen Aubameyang. Und dann war diese Partie vorbei. Der FC Arsenal gewinnt das Duell, kann die Freude kaum in Worte fassen. Es ist auch wirklich unglaublich gewesen, da der FC Chelsea die deutlich bessere Mannschaft war. Am Ende verlieren sie hier mit 2:1. Und gegen den Rivalen aus London tut das natürlich doppelt und dreifach weh.